Straße. Geh mit meiner Maus bei mir zu Hause in meine Welt durch den Tag. Ah, Leute, keine Panik, ich check die Lage wie der Captain der Titanic. Alles wird gut, also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kids von morgen. Hey, ich bin Ming und neu hier am Einstein. Wo ich herkomme und warum ich hier bin, dazu später. Ich habe mich schon mal ein bisschen umgehört und mit ein paar Leuten geredet und daher weiß ich, dass Clara und Joe beste Freundinnen sind, Joe mit Shando zusammen ist und Bella die beiden auseinanderbringen wollte. Wenn jetzt kein Wunder passiert, fliegt Shando vom Einstein. Er muss zurück nach Ungarn, sieht Joe nie wieder. Aber das hat sie wohl nicht geschafft. Hättest du nur einmal angedeutet, dass du auf mich stehst. Als ob du mir was signalisiert hättest. Hallo? Ich war das wandelnde Shando-Anschmachtprogramm. Ansprechbar sind die beiden ja definitiv nicht mehr. Keine Chance. Ich sollte ihr eine SMS schreiben, wenn ich mit ihr reden will. Ich weiß auch, dass Marys Freund Philipp im Flieger nach Amerika sitzt, um sich so eine Elite-Schule anzuschauen. Und dass Mary mies drauf ist wegen so einer Sache, die Elias erzählt hat. Hoffentlich hat er nichts vergessen. Nee, glaube ich nicht. Also die Kondome, die hat er eingesteckt. Das habe ich selber gesehen. Und jetzt zu mir. Und wieso bist du schon jetzt hier und nicht erst im nächsten Schuljahr? In Flensburg sind schon seit einer Woche Ferien. Geil, ich ziehe auch nach Flensburg. Schön, ich helfe dir beim Koffer packen. Wie, du hast schon Ferien und machst freiwillig bei uns mit? Nein, ich wollte nur schauen, wie sie so aussieht und wie die Lehrer drauf sind. Wer ist das? Arbeitet die auch hier? Ja, das ist Frau Schumann. Die steht auf Qigong und Hüpfbälle, alles, was keiner macht. Weil nur ein entspannter Körper einen entspannten Geist trägt. Ja. Stimmt, das hat sie wirklich mal gesagt. Ja, zu Konstanze, weil die immer so rumnervt. Naja, aber wirklich entspannt ist sie selber nicht. Und streng. Aber fair. Nur weil jemand gut ist, wird er nicht gleich ihr Lieblingsschüler. Woher weißt du das? Kennst du sie etwa schon? Frau Schumann ist meine Mutter. Clara, du musst los, sonst fängt die Schule ohne dich an. Erst mich nicht wecken und dann rumotzen, ne? Wir erinnern uns, Clara möchte nicht mehr von ihrem großen Bruder geweckt werden, weil Claras Handy das viel besser macht. Mein Handy ist weg. Hast du es irgendwo gesehen? Guck doch mal im Müll. Beim Kühlschrank, da war das letzte Mal. Ich war einkaufen, da passiert sowas. Im Kühlschrank ist es nicht. Dir passiert sowas. Okay, mir passiert sowas. Aber ich schreibe mich heute nicht. Der Tag ist viel zu schön dafür. Was ist denn heute so besonders? Ich gehe ins Konzert. Mit Joe. Nur Überraschung. Sie weiß nur, dass wir verabredet sind. Hat sie Geburtstag? Nee, Mädelsabend. Endlich. Sie hängt ja die ganze Zeit mit Shando rum. Wird mir wieder Zeit, dass wir das zu zweit machen. Lass dein Getränk nicht unbeaufsichtigt, ja? Und vorher machen wir uns richtig abgedrehte Frisuren. Ich hab extra neue Haargummis für Joe gekauft. Ah, und dann wühlen wir mal so richtig im Kleiderschrank rum. Wie früher, als Shando noch nicht in Mode war. Das wird großartig. Psst, sei mal still. Ich hab nichts gesagt. Oh, mein tapferes Handy. Allein unter Vitaminen. Was ist? Schlechte Nachricht? Joe hat abgesagt. Sie macht was mit Shandor. Ich hatte das alles genau geplant. Ich hätte eine Stunde Deutsch gehabt, danach eine Freistunde und in der Zeit hätte ich dich vom Bahnhof abgeholt. Ja, und ich bin halt eine Stunde früher da. Ist doch schön. Und außerdem war deine Zugverbindung sowas von unpraktisch und 20 Euro Entschuldigung. Teuer. Dreimal umsteigen von Flensburg nach Erfurt, das ist nicht unpraktisch. Das ist günstig. Ich bin viermal umgestiegen, aber dafür habe ich 50 Minuten und 20 Euro obendrauf gespart. Das ist günstig. Ich bin ein Genie in Logistik. Entschuldigung, könnt ihr bitte mal die Milch? Und ich bin ein Genie in Mathe. Wo sind die 20 Euro, die übrig sind? Davon habe ich Oma Blumen gekauft und nach Flensburg geschickt. Schöne Idee, oder? Sehr schöne Idee. Hätte von mir sein können. Warum sagen Sie denn nichts, Herr Zech? Ich wollte dich stören. Arbeitet der auch hier? Geschichte, Geografie. Und Latein. Und stellvertretender Direktor. Nett. Ja. Und dann habe ich die Himmelslaterne angezündet. Und wir haben zugesehen, wie sie hochsteigt. Ich weiß gar nicht, wie das ist, einen Menschen zu verlieren, den man so lieb hat. Armer Tobi.
Hallo, bist du da? Was? Ja. Also, ich find's auch schade. Was jetzt? Na, dass du nicht ins Basecamp gehst. Aber nächstes Jahr klappt's bestimmt. Du denkst immer noch an Philipp, stimmt's? Nein. Doch, aber auch nur, weil er sich nicht meldet. Wie soll er denn auch? Er ist doch noch nicht mal in Kalifornien gelandet. Bei der Zwischenlandung in London? Wenigstens eine SMS. Wahrscheinlich ist er nur weg, damit er nicht los ist. Hat er dir nicht erst den Ring geschenkt? Zum Abschied. Das glaube ich nicht. Der sieht viel zu teuer aus. Elias hat gesagt, dass Philipp Kondome eingepackt hat. Offenbar hat er andere Pläne, als mir treu zu sein. Ja, ruhig noch ein bisschen. Ja. Oder ist doch meiner. Ja, ist das ihr. Ja. Denken Sie, die Tochter von Frau Schumann, die soll ja ganz zurückhaltend sein, ne? Bescheiden. Das kann ich so jetzt nicht bestätigen. Nee? Ich freue mich jedenfalls schon drauf, ihn mal kennenzulernen. Ja, meine Tochter ist auch schon ganz gespannt. Ach, morgen. Morgen. Kaffee? Ach, ja. Mit Milch? Ja. Bitte sehr. Danke. Ja, sagen Sie, hat Liming nicht bis jetzt bei Ihrer Großmutter gelebt? In Flensburg, ja. Zucker? Oh ja, gerne. Meine Mutter ist jetzt ins betreute Wohnen gezogen und deswegen suchen Li Ming und ich jetzt hier gemeinsam eine Wohnung. Also ganz in Ruhe, ganz entspannt. Oh, danke. Nein, die muss ja erst mal die Schule kennenlernen, sich in der Stadt zurechtfinden. Das ist alles so neu und fremd für sie. Danke. Li Ming, ja? Du hast was? 3 Wohnungsbesichtigungstermine? Jetzt? Ja, das stimmt. Ich habe jetzt 2 Freistunden, das stimmt. In einer halben Stunde am Anger. Ja, alles klar. Okay, ja, das schaffe ich. Bis gleich. Tschüss. Na, da hat Ihre Tochter wohl ein bisschen eiliger als Sie mit der neuen Wohnung. Stundenplan Ihrer Mutter hat sie auch schon im Kopf. Sie ist halt ein Logistik-Genie. Ja, ich muss los. Ja. Weiß Ihnen das wirklich? Ja. Vergessen Sie nicht unsere Konferenz heute Abend. Wird pünktlich sein. Als Li Ming nicht schon andere Pläne hat. Wie war das auch gleich? Zurückhaltend und bescheiden. Ja. Das waren 4 Stück. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Das sind Donuts. Hey, alles klar? Logisch. Du hast echt die tollste Freundin der Welt. Ja, und das weiß ich schon ein Stück länger als du. Sorry, dass Joe abgesagt hat. Aber wir haben echt was zu feiern. Ach ja? Unsere erste gemeinsame Pizza. Vor 13 Tagen. Gemeinsame Pizza? Ja, ich weiß, wir waren schon oft zusammen Pizza essen, aber... Mit Joe alleine? Vor 13 Tagen? 13 Tage, wow. Das muss gefeiert werden. Sag ich doch. Meine Konzertkarten werde ich schon irgendwie los. Na, kommst du? Ja. Konzertkarten? Blue Valentines. Die spielen heute Abend. Ich habe 2 Karten. Mag Joe die? Ja, klar. Oh, Clara, ich kaufe sie dir ab. Bitte. Joe wird sich bestimmt total freuen. Bitte, Clara. Ja. Okay. Super, aber sag Joe nichts, okay? Soll eine Überraschung werden. Ja. Hier, ich leg noch 10 drauf. Ey, Chando, komm mal jetzt. Ja, ja. Danke. Echt nett von dir. Clara. Ja. Super, bist ein Schatz. Kein Ding. Alleine wäre ich sowieso nicht hingegangen. Viel Spaß. Danke, werden wir haben. Die. Mary, warte! Ich hab nachgedacht. Über Elias, Philipp und seine Kondome. Und was ist damit? Hier, hör zu. Hier kommt die Geschichte. 2 Teller stehen auf einem Tisch. Du hast seit Tagen nichts mehr gegessen und stehst kurz vorm Umkippen. Das Problem ist nur, dass das Essen total mies aussieht. Kotzgrün und... Was soll das? Warte, ich bin doch noch überhaupt nicht fertig. Zudem ist das eine auch noch giftig. Und das andere schmeckt lecker, obwohl es mies aussieht. Hinter den beiden Tellern stehen Elias und Philipp. Beide wissen, welches das gute Essen ist. Und beide haben dir einen Rat gegeben. Wem glaubst du? Was ist das für eine Frage? Philipp natürlich. Elias ist ein Idiot. Wieso tust du es dann nicht? Ja, was tue ich denn nicht? Philipp glauben. Er hat dir einen Verlobungsring geschenkt. Und dir gesagt, dass er dich liebt. Und du glaubst Elias und seinem doofen Kondomspruch. Macht das Sinn? Nein. Du hast völlig recht. Ich liebe Philipp. Es gibt gar keinen Grund, ihn zu misstrauen. Ich bin so ein Idiot. Nein. Elias ist der Idiot. Nee, das war genau umgekehrt. Die erste Wohnung im Lutherweg hatte 1 Zimmer zur Straße und 1 zum Hof. Und die zweite Wohnung hatte 2... Darüber müssen wir gar nicht lange streiten. Ich hab's ja aufgeschrieben. Da. Die Wohnung im Lutherweg hatte 1 Zimmer Richtung Straße. Du hast recht.
Natürlich habe ich recht. Ich bin ja auch jünger als du. Ach, und deswegen kannst du dir Sachen besser merken. Na klar. Na klar. Ah, dann ist es ja nur fair, wenn mein Zimmer in unserer nächsten Wohnung größer ist als deins. Nein, warum das denn? Tja, ich brauche Platz für meine Yoga-Übungen. Yoga fördert die Merk- und Konzentrationsfähigkeit. Ja, und ich brauche Platz für meine geistige Entwicklung. Ich bin in der Pubertät. Du wirst bald 16. Spätpubertät. So, Ende der Diskussion, wer zahlt, hat recht. Das ist ein blöder Spruch aus dem vergangenen Jahrtausend. Ja, ich habe mir drüber gerettet. Ich sammle nämlich doofe Sprüche. Na, Kaffee oder einen Tee vielleicht? Ach, wie nett. Ja, einen Kaffee bitte. Für mich bitte einen Tee. Ja. Kaffee ist ungesund. Kommt drauf an, wie viel man trinkt. Ich trinke ja nicht viel. Also stimmt's? Was? Kaffee ist ungesund, sonst hättest du nicht gesagt. Ich trinke nicht so viel. Du hast ein schlechtes Gewissen. Hab ich nicht. Hast du doch. Also, einen Kaffee, einen Tee. Ich nehme auch einen Tee. Zwei Tee. Zwei Tee. Er hat die ganze Zeit nichts verraten. Ist das nicht total süß von Chandor? Ja, total. Du musst die Karten echt schon richtig lange haben. Das Konzert ist seit Tagen ausverkauft. Das ist echt süß von ihm, oder? Total. Aber irgendwie auch komisch. Ich meine, so lange seid ihr noch gar nicht zusammen. Woher kann er dann wissen, dass sie da gemeinsam hingeht? Das ist es ja. Er muss es geahnt haben. Stimmt. Echt süß. Was ist? Da ist Chandor. Und deshalb hörst du auf? Wie siehst du denn aus? Ah, natürlich bist du viel schöner. Ich lasse dich dann mal lieber allein. Wegen Pizzatag und so. Ich muss sowieso noch Musik hören und Vokabeln lernen. Hat sie was? Zur nächsten Stunde habt ihr bitte den kompletten Wilhelm Tell gelesen. Und nicht nur die Szene mit dem Apfel. Apfel? Ich sag mal Apfel. Boah, ey. Das muss ja nicht so bleiben. Nächste Stunde wird uns Elias den Inhalt des Tells erzählen. Tja, dumm gelaufen, was? Ach, Frau Schumann, Tommy hat sich gefragt, warum ihre Tochter eigentlich Li Ming heißt. Ich glaube, er hat sich verknallt, ne? Bist du blöd? Das hast du auch selbst vorhin gesagt. Spinner. Aber mich würde es wirklich mal interessieren. Ich meine, ihre Tochter kommt doch aus Flensburg. Geboren ist sie aber in China, wo ich viele Jahre gelebt habe. Und als Li Ming in die Schule gekommen ist, da wollte sie lieber in Flensburg bei der Oma bleiben. Li Ming wusste einfach immer schon sehr gut, was sie will. Und wie ist ihre Tochter sonst so? Was soll ich sagen? Meine Tochter, tolles Mädchen. Vernünftig, freundlich, nicht so draufgängerisch. Die Bahnfahrt nach Erfurt hat sie ganz alleine geplant. Li Ming fährt sehr gerne Bahn. Mofa fährt sie anscheinend auch ganz gern. Li Ming? Niemals. Was? Das gibt's doch nicht. Was macht die denn da? Sag mal, wo hast du denn das Motorrad her? Die Dinger sind gefährlich. Cooles Teil, oder? Hat mir Oma geschickt und das ist kein Motorrad, sondern ein Mofa. Das hat Oma dir geschenkt? Meine Mutter? Oma sagt, nur weil du Angst vor Motorrädern, Rollern und allem, was sonst noch knattert hast, muss es nicht gleich Familientradition werden. Ich hab keine Angst. Gut, dann los, wir fahren eine Runde. Jetzt? Ich hab Unterricht. Nein, hast du nicht. Du hast Pause und Angst. Hab ich nicht. Klar hast du. Gut, okay, fahren wir. Aber nur mit Helm. Ist sonst zu gefährlich. Beiden sind schon ein lustiges Paar. Li Ming, 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 Ming. Du bist so ein Idiot. Aber wie heißt das so? Li Ming, 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 Ming. Oh. Du hast mich geheilt. Philipp ist wieder Philipp. Und deshalb fliege ich nach Amerika. Bitte? Na, was soll ich hier, wenn er da ist? Wir gehören zusammen. Ja, und Schule? Na, die 10. mache ich hier zu Ende. Und dann ein Auslandsjahr in Kalifornien. Verstehe, du willst bei ihm sein, damit er keine Dummheiten macht. Ich will bei ihm sein, weil wir verlobt sind. Und wissen das unsere Eltern schon? Was deine Mama und Papa dagegen haben. Englisch braucht jeder. Aber du kannst Englisch. Du hast in Amerika gelebt. Deshalb weiß ich auch, wie gut es da ist. Ich werde sie schon überzeugen. Philo? Gauna. Envie. Neid. Amitié? Freundschaft. Und Amitié en droit, innige Freundschaft. Très bien, petite sœur. Kein Fehler bei 50 Vokabel, ne? Dieses Musikexperiment ist genial. Ja. Ich muss jetzt noch Englisch lernen und danach Mathe. Komm schon.
Was ist denn los? So ernst kenne ich dich ja gar nicht. Zu viel gelernt, brauchst du eine Pause. Soll dein großer Bruder dich mal auf eine große Pizza einladen? Nein, danke. Bitte keine Pizza. Weißt du eigentlich, wann wir das erste Mal gemeinsam Pizza essen waren? Keine Ahnung. Sobald du Zähne im Mund hattest? Wieso fragst du? Nur so. Manche feiern das. Clara, was ist los? Ist es wegen Joe, was sie abgesagt hat? Also ja. Weiß sie, dass du deshalb traurig bist? Dann sag es ihr. Sie ist deine beste Freundin. Wie soll ich ihr das denn sagen? Du Joe, ich find's total scheiße, dass du einen Freund hast, mit dem du die ganze Zeit abhängst. Ich weiß, du bist schon total verliebt und das seit Monaten, aber jetzt, wo es geklappt hat, finde ich's echt blöd von dir. Geht gar nicht. Du musst es ja nicht so übertreiben. Ein zarter Hinweis reicht auch. Never. Ich hab Joe schon mal die Show versaut. Nochmal bring ich das nicht. Hier hat jeder Schüler einen Spind für die Schulbücher, die er gerade nicht braucht. Oder nicht zu Hause lassen kann, weil sein Zimmer zu klein ist. Auch wenn ich in unserer Wohnung das Größere habe, glaub mir, Schatz, dafür wird Platz sein. Bei Oma hatte ich immer eine ganze Etage für mich. Ja, ich hatte eh immer das Gefühl, dass sie dich ziemlich verwöhnt hat. Ja, klar. Schon allein, weil sie die beste Köchin der Welt ist. Ach, natürlich. So, und hier ist der Haupteingang. Wow, da wäre ich jetzt nie drauf gekommen. Sehr witzig. Aber leck mal nicht vom Thema ab. Es wäre wirklich schön, wenn du heute Abend deinen Job zu mir kommst. Och, ich kann nicht. Ich habe Lehrerkonferenz. Was? An unserem ersten Abend? Ja, es ging nicht anders. Aber weißt du was? Ich beeile mich und dann hole ich nachher Chop Suey beim Chinesen, okay? Das ist nicht dasselbe. Das hier ist unsere Turnhalle. Boah, eine Tischtennisplatte. Spielen wir eine Runde? Jetzt? Später geht ihr nicht mehr. Da hast du eine blöde Lehrerkonferenz. Das stimmt natürlich. Aber nur ein paar Bälle. Nur ein paar Bälle? Ich habe auch noch mein Sparkonto. Da sind 79 Euro drauf. Wieso ist das nichts? 970 Euro sind doch nicht nichts. Ja, ich hab's verstanden. Ja, mach ich. Tschüss. Liebe Grüße. Und? Hat's geklappt? Ein Austauschjahr ist zu teuer. Erstmal Abitur, dann sehen wir weiter. Und jetzt? Jetzt bleibe ich hier. Ist wahrscheinlich eh besser so. Philipp hat sich immer noch nicht bei mir gemeldet. Elias hatte recht. Er sucht eine andere. Na komm jetzt. So ein Blödmann. Nimm mir einfach die Freundin weg. Hey, Shandor. Was sieht besser aus? Links oder rechts? Hey, Baby, was weiß ich? Du bist einfach so oder so Dufte. Dufte? Ist der bescheuert? Ach, Shandor, du hast einfach gar keine Ahnung. Clara kann das alles viel besser als du. Ach, Joe, ich habe mir doch schon seit Tagen eine total tolle Frisur für dich überlegt. Du würdest bezaubernd aussehen. Ach, Clara, du bist die Beste. Das ist einfach voll drauf. Und Shandor nicht. Meiner, 25 zu 25. Und wenn ich lieber aufhören? Erst wenn ich gewonnen habe. Daraus wird nichts, weil ich gewinne. Wollen wir lieber aufhören? Wang Li Qin gibt niemals auf. Wow, mit dem vergleichst du dich? Du kennst den? Kommt aus China. Weltmeister im Einzel 2001, 2005 und 2007. 2005, 6 und 7 Weltranglisten. Erster. Seine Spezialität, Rückhand-Topspin. So, mein Punkt. Aber knapp. 27, 26. Willst du nicht lieber aufhören? Ach, träum weiter, mein Schatz. Oh, der Ball ist kaputt. Damit habe ich wohl gewonnen. Nehmen wir halt einen neuen Ball. Nur, das war der einzige. Pech für dich. Ich fordere Revanche. Heute Abend beim Essen machen wir einen neuen Termin, wenn du kochst. Ich kann nicht. Ich habe keine Zeit. Du drückst dich. Nein, das stimmt nicht. Der Termin ist wirklich wichtig. Wichtiger als ich? Das ist unfair. Ehrlich, Süße, es ist mir egal, ob du dir die Haare hochsteckst oder sie offen trägst. Ja, aber du musst doch eine Meinung haben. Trag sie oft, so wie immer. Das ist doch voll in Ordnung.
Lass mich noch ein bisschen probieren, okay? Aber du wurschtelst schon über eine halbe Stunde an deinen Haaren rum. Ich weiß doch noch überhaupt nicht, was ich anziehen soll. Oh Gott. Hey, mit Clara habe ich das immer so gemacht. Hast du schon den kompletten Wilhelm Tell gelesen? Oh, meine Lieblingsszene ist ja immer noch der vierte Auszug. Na gut, davon die dritte Szene. Die hohle Gasse bei Küssner. Naja, auf jeden Fall sollen wir da jetzt was recherchieren. Musstet ihr das auch irgendwie machen? Ja, und Amerika? Geht's gut, glaube ich. Ich war ja nicht da, weil ich nicht mehr wusste, was ich da sollte. Ja, zur Schule gehen, Karriere machen? Ja, aber nicht ohne dich. Entweder du kommst mit oder wir bleiben beide hier. Ach, Philipp. Ich wollte dir die Karten zurückgeben. Joe und ich gehen doch nicht zusammen hin. Okay, ich werde es schon irgendwie los. Habt ihr euch was Neues ausgedacht für eure Pizza-Party? Vielleicht ein Essen in der Pizzeria? Ich weiß noch nicht, was ich mache. Vielleicht Billard mit Thomas schon. Mal gucken. Hä? Und Joe? Keine Ahnung. Wolltest du nicht mit Clara ins Konzert gehen? Falls du noch Lust auf deine beste Freundin hast? Ich glaube, ich schenke euch die Karten. Kennst mich. Ich mache gerne auf dicke Hose. Chanda hat mir erzählt, dass das mit dem Konzert deine Idee war. Wäre echt die beste Freundin in Idee, wenn ihr mich fragt. Also was ist? Kommst du mit? Das ist eine Frage. Natürlich komme ich mit. Das wird der geilste Abend überhaupt. Und was ist mit mir? Du hast doch Thomas. Ach, Entschuldigung, ich war völlig in Gedanken. Ja, und ich habe nur ans Wetter gedacht. Entschuldigung. Also, mal regnet's und mal regnet's wieder nicht. Hier, die Kissen, die bringe ich schon zum dritten Mal rein und jetzt fängt das schon wieder an. Na, wollen Sie gleich einen Kaffee? Oh ja, sehr gerne. Kann ich gut gebrauchen nach dem Tag heute. Ich weiß auch nicht, wie ich die Sitzung überstehen soll. Ach, was, so schlimm. Ja, Li Ming und ich haben uns lange nicht gesehen. Ich weiß noch, als Sophie damals zu uns kam. Das hat auch eine Weile gebraucht. Ja, ich hätte heute Abend so gerne für uns gekocht. Hier, Chop Suey, ihr Lieblingsgericht. Erst dachte ich, ich schaff's nicht wegen der Sitzung, dann mach ich's doch. Ja, und wer kommt nicht? Li Ming. Ich weiß noch nicht mal, wo sie steckt. Ich habe mit deinem Chef gesprochen. Die Sitzung wurde eine halbe Stunde verschoben. Dann können wir noch in Ruhe essen. Danke. Hi. Was? Mein Lieblingschinese ist echt super. Ich habe gleich noch zwei Wantansuppen mitgebracht. Ich habe extra Chop Suey gekocht, steht zu Hause auf dem Herd. Aber das können wir auch noch morgen, oder? Und du hast Direktor Berger echt gefragt, ob er die Sitzung nach hinten verschiebt? Klar, ist ganz nett, der Typ. Ja, so. Stäbchen oder gar nicht? Stäbchen natürlich. Möchtest du auch einen Schluck Wasser? Gern. Willkommen in Erfurt, mein Schatz. Wird schon schief gehen. Alles wird gut, also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen.